Hallo schöne Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 und jetzt gibt's die Auflösung. Warum ich halt gefragt habe? Mhm. Ja, weil so ist es, ne? Weil ich einfach mal sagen wollte, ja komm, soll ich das machen? Jetzt werden wir schon wieder voll getextet, ich glaub's nicht. Oh, Volltexten, oh. Tschüss! Jawoll! Oh, wir sind schon voll geheilt, aber erstmal muss Lara ihre Substanzen von Dinges wiederholen. Sind das nicht hier, wie heißt die nochmal? Materie, ne? Ja, auf Deutsch hießen sie Substanzen. Anscheinend sind trotzdem Materie. Materie. Du hast ja dieses Materie-Geräusch, ne? Hä? In Zelda, wo der da irgendwie so eine Leiter hochgeklatscht ist, hier der Link. Dann sagt Mati. Ah ja, Lux hat Link. Nein, nicht Lux hat Link. Ha? Das Geräusch, wenn Link eine Leiter oder sowas hochklettert. Nicht dumm, sogar irgendwie so eine Stahlleiter. Mati. Safe. So, und jetzt gehen wir nämlich nach Nibelheim. Und holen sie auch schon mal unseren S-Charakter. Nein, das bist noch nicht du. Oh fuck, weil ich den Code noch kenne. Von dem Tresor. Fuck. Stefan, kannst du mal in das Lösungsbuch schauen? Was denn? Den Nibelheim Shinra Villa Tresor Code. Den Tresor Code brauche ich. Wie heißt das? Nibelheim Shinra Villa Tresor Code. Da müsst ihr irgendwo stehen. Oh, ich bin schon kurz von Ende. CD1 oder so. Da steht ja nicht mit CD1 und so weiter. Tut mir leid. Aber erstmal, zack. Shinra waren wir schon. Stimmt. Nach dem Spinnengebiet, ne? Ich bin jetzt in der Shinra Villa. Klar, Laras neue Waffe, weißt du was das ist? Das ist ein Luftrad. Epic! Hast schon gegen den Gegner gekämpft, Lost Number? Number. Wie viel HP? Hä? Wie viel HP? 7000. Nö. Den Tresor nicht öffnen, aber du bringst eigentlich eine schöne Gegenstände. Die Kombination ist 36, rechts 36. Moment. Ja, weiter. Links 10. Ja. Rechts 59. Ja. Rechts 97. Rechts 36, links 10. Hm? Rechts 59. 50? Rechts 97. Okay. 36. Blablabla. Jetzt links 10. Jetzt 59. Nein, fail. Hab ich fail gemacht. Fail. Okay, 36. 10. Okay, 59. Und jetzt 97. Ja, aber mach schnell, du hast immer viel Zeit. Fail? Ah, ich weiß warum. Warum? 36, 10. 12, ist mir egal. Jetzt 59, schneller. Er ist 97 schnell. Bing! Siehst du? Success! Und jetzt! Der Kampf wird jetzt schon mal was härter wieder. Wie viel HP hat der? 7000. Oh mein Gott. Der geht nice, Lost Number. Level 35, 7000 HP, 3300 M. What? Ja, sind Magie-Punkte. Oh Gott, nein. Okay, Ramu. Weil der Bosskampf ist schon was härter. Falls er jetzt C-Game over geht, dürfte ich ihn nicht übel nehmen, der ist echt hart. Also für die erste CD ist er hart. Mhm. Bam! Hi, ich muss versuchen, deine Magie-Pump anzukriegen. Weil sonst werde ich instant drowned. Ja.
Die Natalie. Hast du gar nicht erst nach den Tresornummern geguckt? Ha? Hast du gar nicht erst nach den Tresornummern geguckt? Nö. Sonst hättest du durch die ganze Villa latschen müssen. Natalie ist schon down. Du kannst froh sein, dass ich wieder Tuch hab, ne? Ich hätte also 7000 jetzt. AP, ich sag nochmal gut. Das wird ein langer Kampf. Ja, wird es. Oh, oh, Blitz 2, oh Gott. Volt 2. Pipo ist schon auf mich. Ja, genau, setz nochmal auf mich. Auf, oh Gott, auf die. Na, aber. Bam! Bist du tot? Nein, ich muss aber gleich auf alle eine Heilung 2 werfen. Alter, die ist wieder tot, oh, die lebt wieder. Cheater. Heilung 2 auf alle. Lara hat überlebt. What the fuck? Claire. Sieht ja toll Typ so aus, ob der so einen Hahnkamm hätte. Also so blau. Ja. Jo, dann ist der das wirklich. Was der nimmt das? Zwei Formen an, pass auf, ne? Ja, ich muss die Magieform kriegen. Genau, das wäre jetzt eine Heilung, oder wie du bist, klar. Yeah. Boah, jetzt zieht's meinen Einschlag 300 ab, ey. Anger of Ram. Ja, ich weiß. Ich muss versuchen, die Magieform anzukriegen. Weil die Kampfform. Ich hab gerade echt gelesen, der nächste Boss heißt Materia Creeper, ne? Überraschung, was ich gelesen hab. Was? Materia Creeper. Schiefer. Blitz 2. Bam. Feuer 2. Kommt das danach erst mit Dings? Mit. Den mit Sephiroth, wo du damit unterwegs bist. Das habe ich schon. Weil ich sehe das hier gerade noch. Kommst du noch mal, wenn du groß bist, dahin? Ich muss gleich schon mal in die Bücherei, um mit dem zu quatschen, weil der ist da wieder. Okay. Bam! Jetzt nimm bitte die Magieform an, sonst werde ich instant geholt. Der Turm der 5 Götter kommt auch noch. Erster Stock. Zweiter. Boah, die haben auch schon ganz schön 4 AP. Deswegen greife ich momentan nur mit Zaubern an, weil dann nimmt er, glaube ich, so viel vorbei die Magie vom. Oh oh. Das Formwechsel. Aua. Na, no, der zieht ja wieder 300 ab. Na, hab ich auch gemerkt. 1, 2, BÄM! Schlitz. Aber für den Kampf brauchst du lange, wenn du so weitermachst. Müsstest du nicht da schon mehr für leveln? Ich hab den schon mal so geplättet. Ja, ich geb deinen Tipp Level noch mal besser offscreen mehr, ne? Oh. Also wenn jetzt dieser Let's Play The Rush da ist, hat leicht, ne? Dann zieht ihr den mit einem Schaffer 500, dann ist das instant so. Ich brauch nur seine Magieform, danach bin ich, hab ich mich auf der sicheren Seite eigentlich. Und wenn nicht, dann werd ich halt geowned und dann wird es offscreen verliert. Ifrit drauf. Hast du Erdbeben, Blitz oder Bio? Bio habe ich. Greif ihn mal mit Bio an. Aua! Ich gehe in meine Fresse. Greif ihn mal mit Bio. Ja, das hat Lara. Im Moment, sie hat gerade gezaubert. Ich muss mit ihr jetzt. Magic Bio 2. Guck mal, ob das mehr nützt, weil hier steht nämlich, Oh, alle haben den mit so. Aber das bewahre ich mir, bis der die Magieform hat. Und Bio 2. Und hat jetzt mehr nützt. 291. Und? No! Was halt? Kampfform. Yeah. Bam! Was geht? Bam, bam, Schläger! Geh down! Lass Ruhe! Die Kampfform ist übel. Die ist übel. Stirb? Oh, 600. Hallo? Ich brauche einen Ether. Ach ja. Oh mein Gott, scheiße. Quake. Beam 2. Oh. Oh, Schlepper. Blade Beam. Die. Die, Motherfucker. Die. Die. Nicht sterben wollen. Ach ne, da war der falsche Gegner, Entschuldigung. Lost Number ist das, ne? Ich glaube schon.
Das war nicht schnell. Du hättest dein Team der hinteren Reihe stellen müssen. Nutze Beschleunigung, die Zaubersprüche sind den normalen Angriffen überlegen. Und du solltest alles einsetzen, was dir zur Verfügung steht. Wow. Eine Person zur Heilung stellen, ist klar. Das Monster schwer zu besiegen. Ja, das weiß ich auch. Ah, Bio? Du willst Bio fressen? Dann hier. Ich muss nur aufpassen, dass mein Cloud nicht abkackt, weil der hat die Heilung 2. Nee, der schlägt nicht, was deine Schwächen sind. Fuck, Zauber wirken nicht mehr richtig. Okay, zweimal Kritik. 77, was ist denn da jetzt nicht gegangen? Ich hab dir ja Herzmann mitgenutzt, oder was? Bam! Yeah, ist down. Ja? Immer eine zweite Form. Das war okay. Die zweite Form. Er kann einmal in die Magieform gehen und einmal in die Kampfform. Die Kampfform ist am gefährlichsten. Ja. Den nächsten Gegner. Materia Keeper natürlich, nicht Creeper. Den musst du mit Erdbeben, Blitz und Bio. Gut, dann weiß ich schon mal Bescheid, was seine Schwächen sind. Blowling, Odin. Nachdem du ihn besiegst, bekommst du den Edelsteinring. So. Und jetzt flüchtet erstmal, weil ich kann nichts mehr machen. Tschüss. Besonders bei euch. Tschüss. Aua. Danach kommt das Gebiet, mit dem, wo du schon mit Sephiroth warst. Ich schwör. Also nach dem Dings. Das Vieh ist Level 38, 8400 HP und 300 MP. Ach, die Bosse sind alle höher als ich. So. Ah, stimmt, ich habe ja jetzt mal Materia. Hast du eigentlich über 13 Jahre, ne? Ja, das ist Marvin. Ja, über 13. Ein paar römische Zahlen kann ich auch noch. Jetzt gehen wir hier so runter. Kommt nachher auch eine Bücherei, vielleicht sagt dir das was. Ja, da ist ja für Ralph. Das ist dann wieder Vergewaltigungsshow. Aber vorher kriege ich noch einen Charakter. Bin ich da? Nein, du kommst. Na kack, wer kommt denn da? Da kommt jetzt da kommt Vincent, den benennt aber dann meinen kleinen Bruder. Warte mal, ist das der Typ im roten Umhang? Ja. Nimmst du den auch als Hauptcharakter? Nein. Ja, dann will ich nicht. Ah, den Typ mit der Lanze, den nimmst du aber, ne? Ja, den nehme ich als Hauptcharakter. Ja, ey. Boah, ey, ihr Fledermäuse, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Hier, guck, ich zeige euch sogar meinen Arsch. Bam, das ist ja so ein Arsch in die Fresse. Dum, 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 dum. Weil hierfür braucht ihr den Schlüssel. Kennst du noch Gegner Palmer? Ja, boah, der war so schwul. Ist das nicht der mit dem Auto da? Nein. Danach kommt er zu dieser Kackrakete da. Wird sie nicht nachher aus dieser Stadt gescheucht, ja, ne? Mhm, der geht freiwillig. Nein, du bist aus der Stadt gescheucht, oder? Nö. Achso. I have nothing this mansion, ja, ja, ist okay. Ach, du kommst ja nachher wieder bei diesen Dings hin. Bei dieser Station wieder. Ja. Guck mal, wann das ungefähr das Ende des Dings ist. CD1, ja, da ist schon ein bisschen. Ja, Genova Life ist der letzte Boss, ne? Der 10.000 HP, Level 50. Oh Gott, Gott, Gott. Oh mein Gott, mein Bildschirm hat sich gerade rot gefärbt. Oh mein Gott! Ja. Der größte Gletscher. Und danach, ja, da ist der CD2. Jo. Ich hab das immer geliebt, da oben zu fahren wie so ein Arschloch. Das ist Mission 3. Ja. Komm. Ja, ich hoffe, du hast nachher genug Geld, ne? Ich lese dir mal die Items drauf vor, die du da, glaube ich, bekommen kannst, wie viel Geld du dafür brauchst und so. Oh, ich wollte euch gut machen. Ja, Leute, wie es weitergeht mit diesen Typen, werdet ihr im nächsten Mal erfahren. Also, tschüss.